Willkommen zurück, meine Freunde, in Porsche, ja. Und wir haben Post. Ich weiß gar nicht, von wem. Vom Forschungsergebnis hier. Wir haben einen feuerbetriebenen Generator. Was macht das Ding? Gucken wir mal. Kann man das irgendwie... Feuerbetriebener Generator. Ja, wahrscheinlich für Strom oder was? Hallo? Das wollte ich nicht. Handbuch. So. Falsche Richtung, nicht schlimm. Feuerbetriebener Generator. Hier. Ne, wo ist denn jetzt? Da. Ist es auch so ein Ofen oder was? Was kann das Ding denn? Den mache ich jetzt mal nicht, weil der auch relativ viele Carbonstahlbarren. Das ist ein. Da brauche ich einen einfachen Ofen für und da wird er wahrscheinlich aufgepimpt, das Ding, ne? Da ist die Frage, ob man das überhaupt benötigt. Aber gut, wir kümmern uns erstmal weiter hier um unseren guten Turm. Der wird heute fertig. Denn wir brauchen nur noch hier und ich muss nur noch Lehm machen. Hier, erhärtetes Lehm. Kann ich aber nur 5 machen, weil mir die Härtungsflüssigkeit fehlt. Da werde doch nicht heute fertig. Jo. Oder wir müssen noch mal in die Ruine gehen. Aber habe ich schon bedingt Lust, ehrlich gesagt. Ja, guck mal, Emily steht da. Sie will spielen. Okay. Ja, können wir machen. Sie schlägt einfach immer irgendeine Zeit vor. Emily, so geht das nicht. Wir müssen reden. Du kannst nicht immer einfach eine Zeit vorschlagen. Ich arbeite und du schlenderst hier nur rum und diktierst mir auch noch die Zeiten. Das ist ja unfassbar. So, jetzt haben wir das hier fertig und jetzt fehlt uns tatsächlich... es fehlt uns tatsächlich... Warte mal kurz... Wie viel macht er jetzt noch? 2 habe ich. 7. Es fehlt uns eine Härtungsflüssigkeit. Ey Leute, nee, das machen wir jetzt nicht. Ich gehe jetzt einmal in eine Level 1 Ruine oder so. Und dann hauen wir da alles kurz und klein. Und holen uns nur eine Härtungsflüssigkeit, dass wir das heute noch fertig machen können. Ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Also jetzt deswegen, die Brücke irgendwie heute dann nicht fertig machen zu wollen, ist doof. Beziehungsweise dem Albert das abzugeben, dass es dann bald fertig wird, sagen wir es mal so. Wir gehen einfach hier Level 1, oder was das war. Oder von mir aus, ja, hier Level 2. Und das geht ja schnell. Da müssen wir nicht ganz durch, gucken wir einfach mal, dass wir da eine Flasche bekommen. Das ist doch eine, 2 hatte ich, 5. Ja, ey, wir gucken mal. Das machen wir schnell. Vielleicht kriegen wir auch dann noch ein Gläschen. Ist zwar doof, weil wir in der letzten Folge schon hier in so einer Ruine waren. Deswegen werde ich jetzt auch nur ganz kurz hier das spielen. Oh, aber ich kann auch jetzt direkt mal meinen Boxhandschuh an. Ja, dann machen wir das ein bisschen anders. Dann probieren wir doch den Boxhandschuh aus, den ich natürlich... Doch, ich habe mit. Ich wollte gerade sagen, den ich weggetan habe. So. Okay, das ist gut. Zack, 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 zack. Er holt aber auch aus bis zum Ohrläppchen, ne? Was macht er denn da? Er ist auf jeden Fall nicht der Schnellste mit den Dingern. Er hat so lange ausgeholt gerade eben, ne? Oder kam mir das jetzt nur so vor? Doch, ne? Der hat riesig, riesig ausgeholt. So. Aber mal schauen, die haben ja 150 Angriffskraft plus 150. Die andere hatte, das andere hat ja nur 90. Mal schauen wir mal, was das am Ende des Tages wird. Oh. Oh, so ein Kappes hier. Und er haut aber vorbei. Gefühlt treffe ich überhaupt nicht. Und wenn ich treffe, ist es Feierabend hier, aber. Nee, ich muss sagen. Keine Ahnung wieso, ich. Weil er war jetzt aber hier eine Knockout vom Allerfeinsten. Ne, er holt so. Ne, das ist nichts für mich, Leute. Er holt so riesig aus. Also ich glaube mit dem anderen. Guck mal. Ich habe nicht darauf geachtet, ne? Ich habe null darauf geachtet.
Ich habe nur gerade gesehen, boah, ich krieg 125 Schaden. Sollte ich vielleicht mal gucken. Aber ich nehme auch wieder das Schwert. Das finde ich deutlich besser. Krass, ich habe das jetzt überhaupt null mitbekommen. Ja, ich stehe genau da drin. Boah, die sind aber krass, diese Dinger. Hier raus. Ey, guck mal bitte, der hat mir die Hälfte abgezogen. Die Hälfte, und ich habe überhaupt nichts zu futtern mit, ne? Einen habe ich. Einen hätte ich. Ah. Ausdauer brauche ich nicht. Ausdauer brauche ich nicht. Ausdauer brauche ich nicht. Ich glaube, einer reicht, ne? Ja, einer reicht. Ich gehe jetzt mal hier einmal kurz durch. Aber krass, was die Dinger Schaden machen. Heiliger Strohsack. Ist mir jetzt aber so echt mal gar nicht aufgefallen. Ich habe nur unten gesehen, 125 Damage, habe mich da so ein bisschen gewundert. Und ja, da war aber schon vorbei. Ich pflüge hier einmal noch kurz diese Gegner um und wenn dann nichts bei ist, dann gehen wir natürlich wieder zurück, weil ich glaube, einer reicht, ja. Genau. Hier nur die Kisten einmal mitnehmen. Weil ich vielleicht noch die Erhoffnung hatte, dass wir hier noch vielleicht mal. Ey, diese Level sind viel besser als das letzte Level, ne? Oh, du willst mal, wie viele Kisten hier sind. Guck dir einfach, wie viele Kisten hier sind. Da ist auch mal eine Härtesüssigkeit. Kleiner Motor. Ja. Wir verschwinden jetzt hier. Hier so, also ich muss die, ja, guck, hier ist nochmal eine Kiste. Ja, genau. Aber dann komm hier hin. Ja, Komm hier rüber. Ja, ich kann nicht da, das ist. Lande ich genau dazwischen. So. Schuss. So. Die Kiste auch noch hier. Und dann verlassen wir die Ruine. Ja. Das ist ja eben nur, dass wir mal kurz einmal die, damit wir den Lehm fertig machen können. So. Dann sehen wir uns jetzt gleich zu Hause, würde ich sagen. Dann kürze ich das mal hier ab. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Jetzt machen wir noch den restlichen Lehm hier fertig. Oh. Guck mal, haben wir gut, dass wir noch ein bisschen was gesammelt haben. Denn, geh mal weg da jetzt. 3 sind in Mache, 5 haben wir. Genau. So. Jetzt fehlt nichts mehr, ne? Fehlt nur noch dieser Lärm. Der Lehm, ne? Ja, tatsächlich. Okay, wie lange braucht der? Dann würde ich nämlich. Achso, wir haben diesen Sonnenauftrags. Sonnenbrillen, Mist. Noch da. Habe ich denn jetzt hier überhaupt eine Glasbrille mal gefunden? Nee, ey, Leute, das ist Mist. Ich glaube, ich werde das trotzdem abbrechen, weil es einfach sinnvoller ist, sich andere Missionen zu holen. Und dann halt, sag ich mal, jetzt die Rufpunkte zu verlieren, die Beziehung dazu, die minus 10 Punkte, das spielt alles keine Rolle. Das geht ein Tag aus, wo man nichts abschließen kann. Und die Sonnenbrillen, war ich mir jetzt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schwierig ist mit den Gläsern. Aber da muss ich jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Wie immer, wie ich es sage, drauf achten. Ja, wunderbar. Gut. Schaffen wir auch. So, lass uns mal hier gucken. Wir haben hier. Ja. Nee. Das ist für Lucien. Die können wir machen, industrielle Schneidemaschine. Ich weiß noch nicht, was wir dafür brauchen. Wir brauchen 7 Eisenbarren. Na, die kriegen wir auf jeden Fall hin.
Okay, ich würde sagen, die 7 Eisenbahnen habe ich nämlich schon. Ne? Die können wir easy machen. Töff, Töff, weiß ich jetzt gar nicht. Die war jetzt auch nicht so mega kompliziert. Das war ja mit Motoren. Das haben wir aber auch, glaube ich, alles. Nichtsdestotrotz nehme ich jetzt erstmal die Eisenbahnen. Und den Töff, Töff nehme ich danach. Wir hätten einen einfachen Motor. Wir erwarten ja noch was von der Ziviltruppe. Da ist auch noch so ein einfacher Motor zur Not bei. Ja, eigentlich müsste man eigentlich alles haben. Also, das motormäßig. Naja, aber ich nehme jetzt über die Eisenbahnen. Die müssen wir ja auf jeden Fall haben. So. Immer noch nicht fertig. So, hier. Eisenbahnen, mal gucken. Ja, das ist wieder nicht sortiert, ne? Ich muss es mal wieder sortieren. Da unten sind wir hier, ne? Ich habe jetzt 9 von diesen kleinen Motoren. Hier sind Eisenbahnen. Wollte aber jetzt mal gucken, warte mal. So. Ach, hier oben. Ja, industrieller Motor habe ich auch 4 Stück. Das heißt, ich weiß nicht mehr, welcher jetzt genau dafür nötig war, aber wir haben. Dann können wir auf jeden Fall den Töff-Töff-Gedöne machen. Ey, die Bäume nerven mich hier hinter. Irgendwie. So, das heißt, die Eisenbahn können wir auch wegbringen. Dann haben wir das auch erledigt. Aber ich würde sagen, Stunde, 2 Minuten. Wo müssen wir denn die Eisenbahn hinbringen? Wir kurz gucken. Hier, das ist doch. Wo ist denn das? Das ist doch hier oben irgendwo. Dann laufen wir doch schneller hin. Ne, was wir erledigen können, erledigen wir. Aber das war doch hier außen, ne? Ach ja, Remington war das. Guck. Da haben wir ja Glück, dass man über den Weg läuft. Ja, Dankeschön. So, jetzt können wir eh heute keinen mehr annehmen. Ich gucke aber jetzt gerade mal Töff-Töff. Lass uns kurz gucken, was wir brauchen. Töff-Töff. Handbuch. So, das war Töff-Töff-Transporter. Kleiner Motor, Faserstoff, 6 Stück, Gummireifen, Sitze. Alles jetzt nichts Dramatisches. Das kriegen wir relativ schnell hin. Okay. Dann nehmen wir nächstes Mal den Töff-Töff-Transporter, würde ich sagen. Das geht eigentlich ganz gut. So. Ach komm schon, schließ ab jetzt hier die Kiste. Dann können wir nämlich endlich das dem. Die Boxhandschuhe, wie gesagt, haben mich nicht überzeugt. Muss ich gestehen. Fand ich mega langsam. Also er schlägt mit dem Schwert halt einfach 10-mal schneller als. Ja, guck mal hier. Also. Es ist halt schon irgendwie was anderes als. Und wenn er dann langsamer schlägt, ist dann halt die Angriffskraft meiner Meinung nach auch nicht so wichtig, weil man wird viel häufiger dann getroffen, dann ist er immer jedes Mal gestunt, ne? Also wenn man getroffen wird, ist er gestunt, also dann bewegt er sich nicht mehr. Das ist total nervig. Dann ist eine schnellere Waffe deutlich besser. In meinen Augen. Auch wenn die Handschuhe irgendwie cool aussehen, aber. Ja, so. Haben wir das auch erledigt. Holen wir das ab. Und komm, das schaffen wir noch, dem Antoine abzugeben, weil 18 Uhr macht er ja seine Bude zu da. Komm. Nein, gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. 7. Nein. Wow. Habt ihr das gesehen? 17:59 Uhr. Eine Minute. Danach hätte der wäre zu gewesen. 17:59 Uhr. Und jetzt wäre er gar nicht hier. Er wollte. Habt ihr das gesehen? Er wollte aber sowas von los. Junge, Junge. Junge, Junge. Er geht auch einfach und lässt uns hier so. Dann gucken wir mal. So, wir hätten jetzt hier noch zur Verfügung. Hier könnte ich noch einmal skillen auf doppelte Blablabla. Okay, was haben wir denn hier? 8% Chance auf doppelte Beute beim Holzfällen.
Maximale Durchhaltevermögen um 5 erhöht, das ist sehr gut, das nehmen wir. Und ja, hier erdauern, okay. Hier hätten wir noch Chancen nach Unterhaltung, einzelnen Beziehungspunkt zu holen, bla bla bla. Ja, sollten wir auch mal machen, aber ich glaube hier die Durchhalte mache ich hier einen Punkt rein und hier einen Punkt rein. Tatsächlich. Halte ich am sinnvollsten gerade. So, dann haben wir das auch fertig. Dann haben wir doch heute ein bisschen was geschafft, wenigstens. Und können jetzt auch nichts mehr annehmen. Guck mal, wie sie alle wegrennen, ne? Von zu Hause. Also nicht von zu Hause. Ja. So, lass uns mal. Wen können wir hier noch sehen? Mit wem haben wir denn, sind wir noch befreundet? Ach, mit Antoine? Mit Antoine sind wir befreundet? Nee, wer ist das denn hier? Wer ist das denn? Sehe ich das? Sehe ich das hier? Das ist ja klar, das ist Sophie, Emily. Und wer ist das? Albert möchte etwas. Mit Albert sind wir befreundet? Lass uns doch mit Albert sprechen. Dann lass uns mal mit Albert sprechen. Ich werde die Folge heute auch ein bisschen kürzer haben, weil ich die ganze Dinge noch schneiden muss. Wie gesagt, heute ist der 25.06. Das Ding seht ihr wahrscheinlich dann, weiß ich nicht. Kann ich nicht ganz genau sagen, wann. Ein Asteria-Topf? Ist das was? Ist das was? Ist Asteria-Topf was zum Essen? Ja, muss ich mal nachgucken. Genau, deswegen werde ich die Folge heute ein bisschen kürzer halten, weil ich noch schneiden muss und ja, ich hatte schon gesagt, die Tage, jetzt letzten Tage wirklich recht viel arbeitstechnisch los war. Und ja, muss man auf Dinge vorbereiten. Und. Das ist ein bisschen nervig momentan. Aber ich dachte mal, dann lieber mal 20 Minuten My Time mit Porsche als gar nicht. Außer will ich auch hier ein bisschen weiterkommen in dem Spiel. Obwohl ich ja gehofft habe, dass ich das so meine Time mit Porsche dann und wenn Animal Crossing kommt, aber jetzt kommt das ja 2020, dann spielen wir es halt so lange weiter. Ist ja gar kein Problem. Das muss ich auch mal gestehen. Man hat ja alle gesagt, ja, Animal Crossing super geil. Ja, natürlich. Enttäuscht bin ich trotzdem, dass es nicht 2019 kommt. Und alle sagen auch, ja, klar, ist besser als dann als ein verbuggtes Spiel. Auch richtig, ja. Aber wie lange weiß denn Nintendo schon, dass sie das portieren, also nicht portieren, dass sie ein neues Animal Crossing für die Switch bringen wollen? Und ich meine Meinung, verkacken die den Release. So. Kann man ja sehen, wie man will. Aber ja. Was heißt verkacken? Verkacken natürlich nicht. Das Spiel wird trotzdem super verkauft werden und. Aber ich hatte eine andere, also von der Erwartungshaltung hatte ich halt irgendwie Winter 2019. Ja, ist das okay. Also es scheint wirklich so, dass die einfach bleiben. Ne? Also die gehen nicht kaputt. Und dann wachsen die einfach weiter. Naja, gut, ist ja auch nicht so schlimm. Soll es so sein. Hier fertig. Fertig. Dann können wir noch ein paar Carbonstahlbarren hier reinzimmern. Machen wir hier am besten, würde ich sagen. So. Die brauchen wir eh ständig. Auch für den nächsten Auftrag. Achso, pass auf. Wir können doch schon mal den Töfter bauen. Oder zumindest hier hinstellen. Bauen weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt bauen will, weil nachher ist das der Auftrag weg. Aber wir könnten schon mal gucken, dass wir sagen, pass auf, hier. Faserstoff 6 Stück haben wir doch, ne? Da könnten wir vielleicht mal ganz kurz gucken. 3 Stück haben wir. Wir brauchen noch abgenutztes Fell. Ja, das kriegen wir ja von den Lamas. Ja. Da können wir die vielleicht noch kurz zerkloppen gehen. Wie viel brauche ich jetzt? 2, 6, ne? Habe ich das richtig jetzt gezählt? Ich denke mal. So, 1, 2,
3. Weißt du noch, wo ich in den ersten, einer von den ersten Folgen gesagt habe, so, ich schlachte die nicht. Das macht man nicht. Und jetzt muss man das einfach mal. Jetzt geht man hier hin und sagt, ist wie waschen. Zack, boom, kletsch, Auftragslama-Killer. Ja, okay, jetzt haben wir 6. Jetzt reicht's aber auch. Man muss auch nicht übertreiben. Ja, so schnell ändert sich das, dass man einfach sagt so, ja, nein, macht man nicht, ich kann doch keine Lamas umbringen. Und jetzt kommt er. Oh, ich habe sogar ein Lama zu viel gekillt. Na gut, dafür machen wir alle Faserstoffe. So, Faserstoff. Dann brauche ich noch Glas. Komm, Glas mache ich hier. Ich mache jetzt einfach mal. Mache ich 10 Stück. Sand haben wir genug. Soll der Geiz. So, fülle ich nur hier auf. Mit Holz. So, Glas braucht man nämlich auch. Kupferbarren haben wir, glaube ich, noch. Wenn nicht, kann ich auch zur Not machen. Hier hinten Kupferbarren noch reinhämmern. Aber die haben wir auch. Aber was soll ich mit dem Kupfererz? Kann ich auch auffüllen, ne? So, machen wir das auch noch. Dass wir die Kupferbarren haben. Gummireifen brauchen wir 3. Die können wir hier machen. Zeig mir die nicht auch an hier. Ach, siehste. Gummireifen. Ach, kann ich nur einen machen, weil ich keine Bronzebarren habe. Na ja, komm, dann machen wir noch Bronzebarren. Hier. Auch noch. Oh, kann ich gar. Ich habe kein Kupfererz mehr. Warte mal kurz. Ja, lass mal kurz abbrechen. Ich habe mir jetzt anders überlegt. Ich mache lieber Bronzebarren. So. Weil Kupferbarren habe ich noch, glaube ich. Wie viel brauche ich davon? 5. Ja, habe ich auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich 5 habe. Aber ja, gut, das ist das kleinste Problem. Gummireifen, Einzelsitz brauchen wir auch noch. Hier 2-mal. Können wir auch 2-mal machen. Dann machen wir das auch. Nee, kann ich auch 1-mal machen, weil ich nur Holzbrett habe. Und dann brauche ich noch ein Holzbrett. Dann machen wir noch ein Holzbrett, nämlich noch 2. So. Und was brauche ich da noch für? Und Leder. Leder brauche ich nur 1, kriege ich hin. So, das ist doch gut. Da haben wir das schon mal ein bisschen vorbereitet. Kleine Mutter, Einzelsitz, Kupferbarren, Glas, Einzelsitz, okay. Ja. Dann kriegen wir das doch schon so hin. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. In der nächsten Folge weiß ich keine Ahnung. Was. Ach ja, Emily wieder mal. Ich habe gerade eben noch den Kommentar von Dante Dragon gelesen. Also den Kommentar halt von heute, vom 25. Dass man nur in die Tafelrunde geht und so. Ne? Aber Junge, man muss sich schon ein bisschen anstrengen. Aber vielleicht mache ich das auch. Es ist viel einfacher. Vielleicht machen wir das morgen einfach mal direkt in die Tafelrunde gehen. Und dort speisen. Ja, wer weiß es schon. Wann ihr das Video seht, weiß ich nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Hoffe natürlich wieder, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich bin raus. Bis dann. Haut rein. Ciao.